Hallo und willkommen zum Teil 2 unserer Regelkunde für Anfänger. So, leider ist mein Ball hier reingeflogen in das rote Penalty Area. Nur wie du weißt, es gibt Rot und es gibt Gelb. Bei den alten Regeln war Rot seitliches Wasserhindernis. Und das sage ich dir, weil es ist immer noch so. Wenn du einen roten Pfosten siehst, dann ist es meistens so, dass es seitlich vom Fairway ist. Okay, so mein Ball ist genau hier ins Wasser geflogen. Nur das ist jetzt wichtig zu wissen, weil wir herausfinden müssen, wo der Kreuzungspunkt ist. Nur hier ist ein roter Pfosten, da ist noch ein roter Pfosten. So, da ist eine Linie, eine imaginäre Linie. Und mein Ball ist so rein geflogen. Und leider liegt der Ball tief im Wasser. So, was ich jetzt dir zeige, ist eigentlich die typische Vorgehensweise, wenn der Ball ins rote Penalty Area fliegt. Und das ist folgendes. Der Kreuzungspunkt ist da, das haben wir jetzt festgestellt. Jetzt darf ich 2 Schlägelängen von dort aus messen. Du siehst, ich habe den längsten Schläger in meiner Tasche verwendet. Und ich darf jetzt den Ball droppen. Bitte Knie hoch. Such dir bitte eine Fläche aus, wo das ziemlich eben ist, damit der nächste Schlag einfach ist. Und wieder, du musst den Ball innerhalb 2 Schlägelängen droppen, nicht außerhalb. Für diese Vorgehensweise bekomme ich wieder einen Strafschlag. Ich habe Pech gehabt, also einen Strafschlag und nicht 2. Die nächste Möglichkeit wäre, und ich muss wieder an meinen Kreuzungspunkt denken, die Möglichkeit wäre, auf der Verlängerung der Linie Fahne, Kreuzungspunkt, beliebig zurückzugehen und dann irgendwo auf dieser Linie den Ball zu droppen. Aber ich habe jetzt ein Problem, oder? Ich bin im Penalty Area. So, das geht leider nicht. Es gibt aber Fälle, wo es günstig wäre, da zu droppen. Aber ja nicht. Und dann die dritte Möglichkeit. Vielleicht ist mein Ball nicht weit ins Wasser geflogen und er ist noch spielbar. In diesem Fall darf ich den Ball spielen, wie er liegt. Ich habe Glück gehabt und das ist jetzt straffrei. Ich darf sogar den Schläger aufsetzen, was eine neue Regel ist. Ich darf auch Probeschwünge machen. Aber was ich nicht machen darf, ist einen Ball ja für unspielbar erklären. Aber ich bin so glücklich, dass ich diesen Ball gefunden habe. Ich darf den ganz normal rausschlagen. Ohne Strafe. Die letzte Möglichkeit, und das ist fast immer eine Möglichkeit, wenn du einen Strafschlag bekommst, ist zurück zum Ausgangspunkt zu gehen. So, ich werde jetzt einfach von hier wieder aufziehen. Du darfst ruhig wieder aufziehen. Wenn es der zweite Schlag gewesen war, dann müsstest du den Ball droppen, wieder Knie hoch. Und von hier kann ich wieder schlagen. Und hier gibt es natürlich wieder einen Strafschlag.